Herzlich willkommen zum Ein Stück Arbeit Podcast. Wir stellen heute 33 Fragen an die liebe Sandra von Grüne Liebe, Miss Greenball. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Debo, freut mich auch. So cool. Wir starten ganz easy rein. Es kommen 33 Fragen auf dich zu, die sind nicht alle super lang. Manche sind kürzer, manche sind leichter, manche sind vielleicht schwieriger. Und wir starten einfach und du darfst mal sagen, wer du eigentlich bist und was du so machst. Ja, okay, dann starte ich. Ich bin Sandra, ich bin noch 39 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und Hund in Hürth bei Köln. Und wir haben jetzt seit ungefähr 5,5 Jahren unser Eigenheim mit eigenem Garten. Also ich gärtnere auch im eigenen Garten. Und beruflich bin ich mittlerweile eigentlich hauptsächlich nur noch Bloggerin und Miss Greenball. Hast du ja gerade schon erwähnt. Also Miss Greenball ist mein kleines Unternehmen. Wir stellen handgefertigte Seedballs her, verkaufen mittlerweile aber auch Saatgut und Gartenhelfer. Und ja, das sind so unsere beiden grünen Standbeine. Mega, mega cool. Was finden denn deine Leserinnen so auf deinem Blog, also auf grüneliebe.de? Hauptsächlich dreht sich bei mir alles um den Nutz- und Naschgarten. Also alles, was mit essbaren Pflanzen zu tun hat, hauptsächlich Gemüse, aber auch Obst, Kräuter, Obstbäume, Obststräucher und solche Sachen. Dann habe ich noch so ein paar Kategorien mit Rezepten aus dem Garten. Also alles, was ich ernte, verarbeite ich irgendwie und entwickle da ein paar ab und zu Rezepte und die verblogge ich. Und dann ergänzt sich das Ganze noch mit ein paar DIYs oder manchmal ist Grüne Liebe auch unterwegs, besucht andere Gärten und solche Sachen. Super cool. Beschreib doch mal deinen Garten in 3 Stichpunkten. Oh, das ist schon mal erst eine schwierige Frage. in 3 Stichpunkten. Gewächshaus seit letztem Jahr ist so ein Blickfang. Dann ganz viele Hochbeete und trotzdem ein Wohlfühlgarten für die ganze Familie, also für den Hund ein bisschen Rasen, für uns eine große Terrasse mit Lounge und so weiter. Super cool. Klingt sehr, sehr schön. Über das Gewächshaus müssen wir später noch reden, weil ich habe gehört, das hat Insta-Fame. Du hast, auf deinem Blog habe ich gesehen, ich bin so ein bisschen zurückgegangen und du hast ja auch im Mietgarten gegärtnert, ne? So auf einem Acker. Hat, glaube ich, Anja vom Horrorgarten auch früher gemacht. Und was hat dich denn so angefixt? Wie bist du zum Gärtnern gekommen? Ja, eigentlich waren das genauso die Anfänge. Also ganz am Anfang hatte ich einen kleinen Balkon, so wie wahrscheinlich jeder anfängt, mit ein paar Kräuterpflanzen, die erste eigene Tomatenpflanze und so. Und irgendwann wurde mir das einfach zu wenig. Ich wollte so richtig in der Erde buddeln, ich wollte was ernten, ich wollte einen eigenen Garten haben, hatte aber keinen. Und dann war das so die Anfangszeit von diesen Erntefeldern. Ich habe meine Ernte gegärtnert, 5 oder 6 Jahre lang. Und da habe ich eigentlich dann so den richtigen Bezug auch zum Gemüsegärtnern bekommen und ganz viel gelernt, ganz viel erfahren, ganz viel mich ausgetauscht, auch mit anderen Gärtnern. Und so fing das auch überhaupt mit dem Bloggen an. Spannend. Und aber es hat jetzt nicht so, weiß nicht, deine Oma hat dich zum Gärtnern gebracht oder so, sondern es war mehr so dein eigener Drang. Ja, doch schon irgendwie. Also meine Omas beide, also mütterlicher und väterlicherseits, die haben beide schon immer was mit Garten zu tun gehabt. Ich erinnere mich auch noch gut, wie ich als Kind mit meiner einen Oma, wenn wir sie besucht haben, Bohnen gepflückt habe und Tomaten geerntet habe und wir dann das Sonntagsessen zubereitet haben damit. Ach, cool. Aber damals eigentlich auch noch bis ins junge Erwachsenenalter rein, hatte ich persönlich kein wirkliches Interesse am Garten. Meine Mutter, die hegt und pflegt ihren Garten liebevoll und ich bin auch jedes Mal ganz hin und weg, wenn ich in ihrem Garten bin, weil da alles so passt, also so natürlich ist und es passt einfach alles so gut zusammen. Und sie hat mich garantiert beeinflusst und angesteckt, wobei sie eher die Ziergärtnerin ist und bei mir dreht sich halt schon mehr um den Nutzgarten. Und wenn du jetzt sagst, du gärtnerst jetzt im Eigenheim, wie viel Ausschlag hat denn der Garten da gegeben bei dem
Hauskauf? Großen Ausschlag. Also ich habe immer gesagt, das Grundstück darf nicht unter x Quadratmeter sein. Also für mich war immer so dieser Eindruck, ist da ein großer Garten dabei oder zumindest ein Garten in der Größe, mit der ich was anfangen kann. Wir haben jetzt kein unendlich großes Grundstück. Aber so ein Handtuchgarten hätte ich abgelehnt. Also das wäre, glaube ich, für mich gar nicht gegangen. Oder ich hätte dann parallel noch dieses Mietgartenprojekt weitergemacht. Mhm. Ja, irgendwie braucht man ja auch Platz für die ganzen Pflanzen. Richtig. Ja. Was findet man denn bei dir, wenn du jetzt sagst Naschgarten, Nutzgarten, was sind denn so deine All-Time-Favorites? Also so in der Hauptgemüsegartensaison, also die ja jetzt quasi erst beginnt, dürfen bei mir auf gar keinen Fall Tomaten und Gurken fehlen. Also das sind meine absoluten Favorites. Snackgurken vor allem. Mhm. Und ich probiere aber jedes Jahr immer noch andere Sorten aus. Tomaten, das ganze Gewächshaus ist voll mit Tomaten. Da ist im Sommer entsteht da ein richtiger Dschungel. Kürbis ranken um das ganze Gewächshaus und also eigentlich alles, was man auch so gerne isst. Also wir bauen vor allem das an, was wir gerne essen. Mhm. Der Garten ist zu klein, um jetzt einen großen Kartoffelacker zu haben. Aber ich habe trotzdem so ein paar besondere Kartoffelsorten im Topf oder im Sack, die ich anbaue. Mhm. Oder Möhren sind bei uns Pflicht, weil unser Hund diese sehr liebt. Ja, genau, das habe ich schon wieder auch gesehen. Da gibt es auch diese schönen Fotos von ihr. Ja. Sie da so schon immer so am Beet geiert. Ja, genau. Das ist so süß. Und weil unser Garten jetzt eben, wie gesagt, auch nicht der allergrößte ist, haben wir zwar sehr viele Obststräucher und auch Obstbäume, aber hauptsächlich so kleinere Obstbäume. Also Säulenapfel zum Beispiel haben wir ein paar. Oder so Zwergbäume, Zwergobstbäume. Mhm. Also wir können jetzt nicht ernten und dann die ganze Familie und Freunde mit Marmeladen versorgen, aber wir ernten, um zu naschen, um es direkt zu verzehren, so ungefähr. Ja, das ist so. Das cool. Ist so ja, von der Hand so in den Mund. Idee dahinter. Besten, genau, im besten so. Sinne. Ja. Toll. Und darf es denn auch mal was Unnützes sein bei dir? Unnützes im Sinne von nicht essbar? Ja. Ja, darf es definitiv. Und es wird auch immer mehr. Also der Unterschied zu einem Mietgarten im Privatgarten ist halt vor allem der, im Mietgarten arbeitest du von April bis, ich sag jetzt mal Ende Oktober, Anfang November. Dann gibst du den Garten ab und musst dich nicht darum kümmern, was passiert im Winter mit den Pflanzen. Mhm. Im eigenen Garten willst du das ganze Jahr über, willst du schön haben und du musst dich auch um die Pflanzen kümmern, die mehrjährig sind. Und davon sind nun mal in einem Garten ganz viele. Und dann entwickelt man so mit der Zeit auch so den Anspruch, der Garten muss das ganze Jahr über grün sein, er muss blühen, er muss irgendwie zu jeder Jahreszeit spannend sein. Und das gelingt eben nicht immer nur mit Gemüse, das ist ganz klar. Es ist schon auch mittlerweile viel Ziergarten geworden. Ja, ich glaube, also bei uns ist es auch so. Am Anfang war so, oh, Gemüse, Gemüse, Gemüse und dann irgendwie haben wir auch gemerkt, so, ach, das ist auch irgendwie nett. Ja, wie du sagst, wenn es halt noch länger bleibt oder früher anfängt, weil man startet ja eigentlich eher so im Mai in die Hauptsaison, sage ich jetzt mal. Es sei denn, man findet raus, wie man im Winter irgendwas hat in den Beeten. Aber sonst, ne, da passiert dann sonst noch nicht so viel. Dann ist es noch sehr braun und grau. Das ist dann irgendwie ein bisschen schade. Ja, cool. Ja, genau. Wer oder was inspiriert dich denn so zum Garten, außerhalb von deiner Mama und deinen Omas? Ganz viele Gartenbücher, unter anderem auch eures, das jetzt bei mir auch schon auf dem Schreibtisch liegt. Yeah. Also ich habe wirklich, siehst du ja hinter mir, die meisten Bücher da sind wirklich Gartenbücher. So cool. Ganz viele Bücher, die ich mir immer mal wieder durchblättere, auch unterschiedlichster Art. Ne? Also hat auch nicht nur was mit Gemüsegärtnern oder so zu tun. So jetzt wirklich Personen kann ich fast nicht benennen, weil es einfach zu viel unterschiedliche sind. Also ich inspiriere mich auch viel über Pinterest und Instagram. Mhm. Immer wenn ich so nach Themen suche, dann gucke ich mir da gerne die Beiträge an und die Bilder. Und dann entdecke ich immer mal wieder was Neues und will es dann auch ausprobieren. Und so. Mhm.
cool. Und wie würdest du deinen Gärtnerstil, Gärtnerinnenstil beschreiben? Durchdacht chaotisch vielleicht. Also ich bin so von meiner Arbeitsweise her schon sehr strukturiert, sehr durchdacht, sehr planvoll Ja, das merkt man auch in und deinem setze es Buch. dann aber und setze es dann aber oft sehr chaotisch um. Also die Beetpläne zum Beispiel, die in meinem Buch sind, die fange ich an umzusetzen und dann fällt mir aber was anderes noch ein, was noch dazwischen passen könnte oder wo noch irgendeine Pflanze von vorher wächst, die ich noch nicht wegschmeißen will, weil ich sie noch so schön finde. Also von daher ist das so ein bisschen, ja, ich glaube, so könnte man das beschreiben. Planvoll chaotisch. Sehr cool. Was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung im Garten? Also im Moment ist meine Lieblingsbeschäftigung, morgens das Gewächshaus aufzumachen und zu gucken, wie es meinen Pflanzenbabys geht. Ja. Also ich glaube, so die Lieblingsbeschäftigung, die ändert sich so ein bisschen mit der Jahreszeit. Also das ist so jetzt aktuell mein Lieblingsding. In ein paar Wochen wird es sein, jeden Tag zu beobachten, wie viel größer die Tomatenpflanzen sind und wie viele kleine Gürkchen schon wachsen. Ja. Und dann eben auch die Erntezeit. Und ich manchmal gehe ich einfach durch den Garten und fotografiere einfach nur, weil es Ja. einfach so schön ist, was sich jeden Tag ändert. Ich versuche manchmal bei Instagram Beiträge vorzubereiten, weil ich einfach auch nicht immer die Zeit habe, was Spontanes zu machen. Und während der Saison geht das fast gar nicht, weil sich jeden Tag so schnell so viel Ja. verändert, dass man da nicht länger als 3, 4 Tage im Voraus planen kann. Das stimmt, da ist total was dran. Ich glaube, das haben andere, ne, so Mode-Lifestyle-BloggerInnen, die haben es schon einfacher da. Ja, ich glaube auch. Aber es ist auch total schön. In Hamburg ist es ganz oft so von einem Tag auf den anderen. Meist, weil es vorher zu kalt ist, dann wird es auf einmal wärmer und ein bisschen feuchter und dann ist so schumm, alles da. So als wäre echt so ein Schalter umgelegt. Und das finde ich, dann merkt man es auch im Garten. Ne? Vorher scharrt man immer so mit den Hufen, geht's jetzt los, geht's jetzt los. Und dann geht's los und dann muss man aber auch richtig ran. Ja, das stimmt. Das ist dann wie so eine Explosion im Garten, ne? Ja, Ja. total. Da denkst du so, Aber Moment toll. mal, das war doch gestern noch nicht Ja, da. total krass. Also wirklich. Ja. Gibt es denn was, was du von deinem Garten gelernt hast schon bisher? Ja, mit Sicherheit ganz viel. Also vor allem, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach so, weil jedes Jahr anders ist. Also gerade dieses Jahr ist es ja ganz bestechend. Der April war so dermaßen kalt, dass also ich wollte dieses Jahr im Gewächshaus ganz früh loslegen. Es ging einfach nicht, weil ich habe keine Heizung im Gewächshaus und nachts Minusgrade, da überlebt einfach nichts. Also die wärmeliebenden Pflanzen. Also von daher lehrt der Garten ein, Geduld zu haben und einfach auf die Natur zu hören. Einfach mit der Natur auch zu sein und auch mal 5 Grad sein zu lassen. Ja. Ja, das ist sehr schön. Das sagen übrigens die meisten und auch wir. Das haben wir auf jeden Fall auch gelernt. Weil es, ne, also wie du sagst, es geht ja nicht. Also manche Dinge kann man natürlich, ne, mit Anzucht oder irgendwie auch gutem Dünger oder gutem Boden oder so ein bisschen triggern und anschubsen, aber ganz viel ist ja auch nicht. Genau, ganz genau. Und wie gesagt, jedes Jahr ist auch anders, ne? Das eine Jahr ist trockener, das andere ist wärmer. Das ist total unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel aktuell haben wir eine kleine Maikäferplage bei uns im Garten. Ja. Und dann habe ich mich heute mal so ein bisschen informiert, weil Maikäfer sieht man ja total selten, vor allem im eigenen Garten. Und das scheint wohl dieses Jahr ein Maikäferjahr zu werden. Und ich musste schon ganz viele aus dem Gewächshaus rausschmeißen, weil die mir die Salate wegfressen. Oh, krass. So Ja, gefräßig? ja, Wusste ich gar ja, nicht. total. Sehr Ja, verrückt. also die sitzen jetzt draußen am Kompost, da dürfen sie sich gerne satt essen, aber bitte nicht in meinem Nein. Gewächshaus. Die schönen Salate. Ja. Süß. Aber was bedeutet, es gibt so eine Weisheit, wenn man so ein Maikäferjahr hat? Vielleicht bedeutet das irgendwas, dann kommt der Schnee im November oder irgendwie sowas. Das ist eine Vielleicht gute gibt es solche Frage, müsste man sich mal Weisheiten. erkundigen. Das weiß ich noch nicht. Schreibe ich mir auf. Ja. Jetzt kommt eine Frage, die stelle ich voll gerne und ich bin immer sehr gespannt auf die Antwort. Jetzt bin ich Also, auch gespannt. ja, wenn dein Garten eine Pflanze wäre, welche wär's dann?
Wenn mein Garten eine Pflanze wäre. Das ist so schwierig zu beantworten, weil das auch so jahreszeitlich abhängig ist. Also mir ist gerade ganz spontan in den Sinn gekommen, Gänseblümchen. Weil wir haben einfach ein bisschen Rasen, ein bisschen Wiese. Da kann man von halten, was man will, aber unser Hund, der freut sich halt immer wieder, wenn sie da durchrasen kann, sich über die Wiese wälzen kann und so. Und ich habe mal eine Zeit lang versucht, den Rasen als Rasen hinzukriegen. Also die Unkräuter weg und immer schön mähen, dass du halt so eine schöne grüne Fläche hast. Das habe ich aufgegeben. Weil erstens, ne, man weiß es ja, es ist nicht gut, es ist nicht gesund. Und die ganzen Unkräuter oder Beikräuter sind auch viel schöner als einfach nur Rasen. Und mittlerweile ist der ganze Rasen eigentlich nur noch ein Gänseblümchenfeld. Und das ist mir jetzt gerade so spontan gekommen. Wahrscheinlich passt es gar nicht so wirklich, weil eher müsste ich sagen Tomate oder Gurke. So, also das ist Aber eigentlich das eher so mein Gänseblümchen ist eigentlich Garten. ganz schön. Aber das Also ist mir jetzt gerade so in den Sinn ja. gekommen. Ne? Passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil du meintest ja eigentlich, ne, du gehst was mit Plan an und dann machst du es doch irgendwie anders. Und so ist es vielleicht auch mit diesem Garten. Ja, vielleicht, Du ja. hattest andere Pläne, aber dann kam Gänseblümchen. Cool. Jetzt sprechen wir ein bisschen über deine Projekte und natürlich das eine große Projekt, dein Gartenbuch. Erntegut, alles gut. Wir haben natürlich auch schon reingeschaut und also sind auch, ja, finden es richtig cool. Es Dankeschön. ist so, ja, sehr gern. Also wir finden uns auch in vielen Sachen wieder und genau, es wird auf jeden Fall, es liegt hier oben, Sehr es wird schön. auf jeden Fall kräftig weiterempfohlen. Beschreib doch mal das Buch in deinen eigenen Worten für die, die es noch nicht gesehen haben. Das Buch ist ein Gartenratgeber, würde ich mal sagen, für das rund ums Jahr, also fürs ganze Jahr auch in Jahreszeiten gegliedert. Vor allem für den oder für den Gemüsegarten, vor allem im Hochbeet, aber auch im Gewächshaus und im Frühbeet. Also nicht auf dem freien Feld ackern quasi, sondern das Gärtnern in schönen Formen und mit dem Sinn und Zweck, dass man am Ende einen schönen vollen Erntekorb immer wieder hat und den Gemüsegarten auch rund ums Jahr nutzen kann. Also was du auch vorhin gesagt hast, auch im Winter Gemüse anbauen bzw. ernten können. Das ist für mich auch so ein bisschen der Anspruch gewesen, dass man den Lesern auch zeigt, dass es mit relativ einfachen Mitteln auch funktioniert, dass man im Winter Salate, Grünkohl oder was auch immer ernten kann. Und ich habe von ganz vielen schon jetzt Feedback bekommen zu dem Buch, dass es geballt ist mit Informationen, fast schon ein bisschen zu viel. Und dass ganz viele das so als ihren Gartenduden, sage ich jetzt mal, oder ihre Gartenbibel so verwenden und wirklich immer wieder nachschlagen, wenn sie irgendeine Frage haben. Weil es ist halt wirklich von den Basics bis zur Ernte, auch Ernteverarbeitung, ist halt wirklich alles drin. Ja, also das ist uns auch schon aufgefallen. Es ist sehr voll mit Informationen. Man kann wirklich, also, Ja. ne, man denkt so, oh wow, oh, krass, krass, krass. Also, ne, man schlägt so durch. Und ja, und ich finde vor allen Dingen auch dieses Thema im Winter, das finde ich super spannend. Und immer auch, ne, was man so am Anfang gar nicht denkt. Das ist irgendwie immer so, wir merken auch, wir haben ja einen Schrebergarten und da ist echt so, im Winter sind wir damit alleine so. Mehr oder weniger. Und dann denke ich immer so, aber es gibt doch noch voll viel zu tun. Also man kann ja auch viele Genau, Sachen, also ja. nicht nur es gibt was zu tun, sondern auch man kann halt viel machen. Also wir haben halt auch immer Kohl da und die Möhren, die lassen wir auch ganz lang noch stehen, weil die eigentlich am besten, du hast auch eine Anleitung, wie man diese lagert drin, aber eigentlich am besten wir lagern die am liebsten im Beet, solange es geht, ne? Solange jetzt nicht irgendwas kommt Ja, und die genau. auffrisst oder so. Oder wirklich schlimmer Frost. Aber das ist echt so, wir ernten manchmal noch im März, April dann irgendwas aus dem letzten Jahr. Also Möhren vor allem. Oder rote Beete hatten wir dieses Ja. Jahr auch noch. Das ist echt ganz cool, weil das überbrückt dann auch wieder diesen Frust, wenn man halt im April noch nichts machen kann, weil es noch so kalt ist. Und dann, ja, das ist eigentlich irgendwie total smart, aber. Ne? Muss man erst mal drauf kommen. Ja, genau. Also ich denke, das ist einfach, viele denken, oder wenn sie mit dem Gemüsegärtnern anfangen, denken sie halt wirklich so an den Sommer. Ja.
an volle Tomatensträucher, an Kürbisse, die an riesigen Pflanzen wachsen und sowas. Als ich damals angefangen habe mit dem Mietgarten, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ich wusste noch nicht mal wirklich, wie sieht eine Kartoffelpflanze aus? Wie baut man denn Kartoffeln an? Mhm. Also klar wusste ich, ne, Ackerflächen und das mit den Gräben oder mit diesen Furchen, das hatte ich natürlich schon gesehen. Aber so wirklich, wie entsteht das vom, gut, Saatkorn ist jetzt bei Kartoffeln vielleicht ja, nicht ganz richtig, aber wirklich bei den Pflanzen vom Saatkorn bis zur Ernte, bis zum Ende dieser Vegetationsphase, das zu beobachten und das kennenzulernen, das finde ich total spannend. Und gerade auch mit diesen Wintergemüsesorten ist das, finde ich, auch total spannend, dass die irgendwann eine Pause einlegen, weil es ihnen zu kalt wird. Und sobald es wärmer wird, fangen die wieder an zu wachsen und dann natürlich auch relativ schnell zu schießen, also gerade Kohlpflanzen ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, so spannend zu beobachten. Du weißt immer, in welcher Jahreszeit du bist, wenn du rund ums Jahr gärtnerst. Ja, total. Und ich finde auch, was da auch mit reinspielt, ist dieses Thema, was man schon immer essen kann. Weil wir haben zum Beispiel Melde und die wird ja, die ist am Anfang ja relativ zart. Und dann essen wir die auch so im Salat und dann irgendwann wird die ja groß und dann muss man sie ja kochen, weil sonst ist es ein bisschen zäh. Aber so geht es ja mit manchen. Oder wir haben so Zuckerschoten, ne? Die hast du halt erst als, ne, pulst sie als Schote da irgendwie ab und dann kannst du ja auch Erbsen draus haben, wenn du es, wenn die es so lange schaffen, ja, an der Pflanze zu bleiben. Aber ja, das finde ich auch total spannend. Und das ist tatsächlich auch sowas, was bei uns beim Gärtnern, war mir auch schon vorher klar, irgendwie so theoretisch, aber nicht so richtig, dass man es halt wirklich so wirklich macht, ne? Das finde ich ganz spannend. Ja, so, man lernt doch so viel vom Garten. Aber wirklich, und das so immer gut. wieder und das jedes Jahr aufs Neue. Ja, wirklich, cool. Du hast vorhin schon dein Gewächshaus, hast du schon erwähnt. Und es hat ein bisschen Insta-Fame, habe ich mir sagen lassen. Also wir finden es auch immer mega cool. Also wenn man so durch den Feed scrollt, man merkt es wirklich. Ne, so das ist sehr, sehr relativ groß auch, ne, und dann eben schwarz. Das ist schon, das sehe ich jetzt öfter mal, aber habe mir jetzt auch schon sagen lassen, dass du auch vielleicht eine Inspiration warst, ein schwarzes Gartenhäuschen zu kaufen im Gewächshaus. Mega schön. Cool. Wie ist denn dieses Haus zu dir gekommen oder du zu ihm oder wie auch immer? Also der Traum vom Gewächshaus, den habe ich schon lange gehabt und also im Grunde ist der mit dem Garten schon entstanden quasi. Und ich hatte dieses Gewächshaus, also diesen Orangerie-Stil, also dass es nicht einfach nur ein rechteckiges ist, sondern diese Orangerie-Stil, das hatte ich schon lange in der Beobachtung und habe dann aber immer überlegt, oh, so viel Geld und so groß und ob das Richtige ist. Und ne, also so eine Anschaffung, die macht man, also ich zumindest, nicht einfach von heute auf morgen. Und dann habe ich ein paar Jahre überlegt und hin und her überlegt und mir den richtigen Platz auch dafür ausgesucht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt ist mir egal, jetzt bestelle ich das. Habe das online bestellt. Das wurde dann relativ schnell auch geliefert. Erstaunlicherweise war die Lieferung gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Was groß und schwer war, waren die Scheiben, weil ich habe ein Glasgewächshaus. Ja. Das habe ich bewusst aus optischen Gründen vor allem ausgewählt. Aus gärtnerischer Sicht ist es nicht ganz optimal. Da sind Doppelstegplatten besser, weil das hat was mit Wärmedämmung, mit Lichtbrechung und so weiter zu tun. Aber für uns war einfach das Gewächshaus auch ein absolutes Highlight im Garten. Also es sollte auch ein Hingucker sein. Und wenn wir aus dem Haus rausgehen, aus der Terrasse rausgehen, gucken wir auch genau auf dieses Gewächshaus. Toll. Und hatten auch eine Zeit lang überlegt, da so einen schönen gemütlichen Sessel oder so reinzumachen. Aber im Moment sind mir die Pflanzen einfach noch wichtiger. Die brauchen einfach mehr Platz. Ja, ja, und dann war eigentlich der Plan, Anfang letzten Jahres, dass nachdem der Frost dann durch ist, mit ein paar Freunden gemeinsam dieses Gewächshaus aufzubauen. Und dann kam der erste Lockdown. Oh no. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht warten, bis wir irgendwann wieder Leute zu uns holen können, die uns helfen. Und dann haben wir das zu zweit alleine aufgebaut, dieses Riesending. Also das hat, ich glaube, 13 Quadratmeter Grundfläche und ist an der höchsten Stelle 2,60 ungefähr hoch. Also schon ein ordentliches Ding. Und da
ein Fundament alleine für machen, ist ja nicht einfach nur, du machst ein Rechteck und guckst, ob es gerade ist, sondern Ja. du hast ja sehr viele Ecken. Ja. Also das war nicht ganz einfach, aber wir sind sehr stolz darauf, dass wir das zu zweit alleine geschafft haben. Ja. Mega. Eine kleine Prüfung. Absolut, absolut. Und deswegen haben wir es noch umso mehr ins Krass. Herz geschlossen. Ja, total toll. Also es erinnert einen ja total so an dieses britische Gärtnern, ne? So wenn man das so sieht in so, ich habe mal so einen Roadtrip gemacht in Irland, da stehen auch so viele von diesen eben schwarz mit Glas, und da sitzen die tatsächlich auch drin meistens. Da steht immer so ein kleines Stühlchen neben so einem Tischchen und dann so ein Tee oder so und dann alles voll mit Pflanzen, ganz süß, ganz toll. Genau. Ja. Und das nutzt du natürlich für die Anzucht, ne? Und ab wann kann man da rein? Du meintest, ab wenn es frostfrei ist, dann. Ja, also im Grunde stehen die meine Anzonen, also die sonnenliebenden oder wärmeliebenden, die sind jetzt seit so seit Mitte April ungefähr sind die draußen, also schon. Und die kälteresistenteren Sorten, die sind schon seit Februar draußen oder so. Also das ist schon ziemlich lange. Toll. Es ist, wie gesagt, nicht, ich habe keine Heizung drin und es wird nachts schon ziemlich kalt oder in diesen kälteren Zeiten. Aber immer noch so 3 bis 4 Grad wärmer als draußen. Und es geht kein Wind. Und Wind macht ja auch viel Kälte. Ja, Also das von stimmt. daher wächst es da drin super. Also ich habe jetzt schon eine ganze Menge Salate auch geerntet, die ich im Herbst, also diese Ja. Winterkopfsalate, die ich im Herbst gesät habe. Und das, was die Maikäfer noch nicht weggefressen haben, haben wir selber geerntet. Sehr gut. Und auch meine wunderschöne Petersilie, die ja auch mittlerweile sehr Ja. großen Fame-Charakter Yes. hat, Die sieht auch die sehr. wächst und gedeiht auch wie bekloppt in diesem Gewächshaus. Die sieht auch sehr happy aus im Ja. Gewächshaus. So cool. Und das heißt ja dann dadurch auch, erntest du ja auch rund ums Jahr, ne? Du hast auch Ja. Frühbeetaufsätze, das erklärst du auch im Buch, wie man die macht. Genau. Und das hilft ja auch. Ja, auf jeden Und Fall, ja. gibt es dann was? Also bist du jetzt schon Selbstversorgerin oder kaufst du noch was dazu? Also im Sommer sind wir hauptsächlich Selbstversorger, weil wir, wie gesagt, auch fast nur das anbauen, was wir auch selber gerne so im Alltag essen. Was jetzt so diese Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln anbelangt, nicht. Also das kaufen wir zu, weil dafür einfach, wie gesagt, der Garten zu klein ist. Und im Winter kaufen wir mehr zu, weil wir da einfach auch nicht so viel anbauen können, auch aufgrund der Fläche. Ja, also Selbstversorger würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde meinen Garten auch nicht als Selbstversorgergarten bezeichnen. Ja, der, also das, ich weiß gar nicht, war das der Selbstversorger Rigotti oder so? Der hat das mal in so einem YouTube-Video vorgerechnet, wie viel Fläche man tatsächlich braucht, um so eine Ja. Durchschnittsfamilie durchs Jahr zu bringen. Und das ist tatsächlich riesig. Wobei, ich glaube, man kann immer so einzelne Sachen, kann man sich schon selbst versorgen. Ne? Bei Auf uns ist jeden das eher Fall. so Tomaten. Wir meiden das sehr, Tomaten zu kaufen. Es sei denn, wir sind irgendwo mega cool im Urlaub und da sind die super gut. Und oder man ist, also man muss auch gar nicht im Ausland sein, sondern in der Pfalz oder so reicht ja auch schon. Das ist ja da auch super. Oder bei euch, wo es warm ist. Und so Salate oder so, ne, kaufen wir selten, aber halt wirklich so im Winter, das stimmt. Da wird es dann Ja. irgendwann sonst etwas sehr kohllastig auch, glaube ich. Ja, wobei wir halt auch wirklich bei Gemüse gucken, dass wir saisonal kaufen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, im September Spargel zu kaufen oder im Nee. Januar Erdbeeren. Also das passt für mich nicht. Und genau wie du sagst, Tomaten kaufen wir gar nicht eigentlich. Ja. Ne? Also außer es ist mal irgendwie eine Ausnahme, dass man, weiß ich nicht, für ein bestimmtes Rezept was braucht oder Besuch hat und dann irgendwie was hinstellt oder so. Aber ansonsten, nee. Also der Geschmack der eigenen Tomaten ist so besonders, dass man diese Wintertomaten, sage ich jetzt Ja. mal, aus den Gewächshäusern aus Spanien, Holland oder sonst wo, die schmecken nach nichts. Du Ja, willst die einfach gar nicht genau, essen. absolut. Also geht uns auch total so. Und ist es bei euch auch durch den Garten gekommen oder war das vorher schon so, dass ihr das so sehr Das ist durch den saisonal Garten vor gemacht allem habt? gekommen, ja. Ja. Ja, verrückt. Also. Aber du hast recht, das mit der eigenen Tomate ist das Ja. Beste. Absolut. Ich freue mich auch schon wieder wie Bolle. Ja, cool. Du hast es ja schon anklingen lassen.
Aber was ist dein absolutes Lieblingsgemüse? Ich habe eine heiße Spur. Meinst du vielleicht Tomaten und Gurken? Das könnte sein. Sag mal deine Lieblingssorten da. Also bei Tomaten auf jeden Fall die Green Zebra und die Rutie, die mag ich total gerne. Letztes Jahr hatte ich ganz viel Berner Rose, die mag ich auch sehr gerne. Die ist gut. Und dieses Jahr probiere ich es mal mit ein paar kleineren Tomaten, also mit, wie heißt eine Zuckertraube, Primabella und solche Sorten. Weil ich in den letzten Jahren irgendwie oder vor allem im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich fast nur große Tomaten angepflanzt Ja, habe. das ist schon gut, wenn Und man so dieses Jahr welche müssen zum es mal Naschen kleinere hat, ne? werden. Ja, dann wird der Genau. Nutzgarten zum Naschgarten, auch im Ja. Gemüsebereich. Ja. Sehr gut. Und bei Gurken, hast du da auch so Lieblingssorten oder ist das eher auf Tomaten beschränkt? Ja, also bei Gurken ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich liebe Snackgurken. Also ich hatte mal in einem Jahr eine Pflanze, die hat so dermaßen viel getragen und seitdem bin ich total angefixt. Also seitdem gibt es jedes Jahr Snackgurken. Allerdings gibt es da ja fast nur F1-Sorten und da bin ich nicht der größte Fan von. Ja. Das ist die Piccolino, glaube ich, heißt die, diese Snackgurke. Ansonsten habe ich die Vorgebirgstraube gerne im Garten. Das ist Ja. eine Einlegegurke. Und also ich bin ja manchmal so rebellisch und esse die einfach, ernte die ganz früh und meistens geht's auch. Irgendwann wird dann die Schale ein bisschen hart. Aber auch diese Kochgurken, da bin ich immer raus, ne? Das ist irgendwie nicht so meins. Ja, wenn die dann auch so ein bisschen so eine bittere Note haben, das mag ich auch nicht so gern. Deswegen mag ich halt die Snackgurken so Ja. gerne, weil die so, so knackig und süß sind und die kannst du einfach pflücken und essen. Und das, ja, Ja. das mag ich so eigentlich am liebsten. Bei Cool. der Vorgebirgstraube, da war es letztes Jahr bei mir so, die Pflanze ist riesig geworden und hatte dann den falschen Mehltau, nee, doch falschen Mehltau. Und ich konnte zurückschneiden, so viel ich wollte. Die ist zwar immer weitergewachsen, aber wurde nicht besser. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll, dann habe ich die ganze Pflanze zurückgeschnitten und alle kleinen Gurkenansätze abgeschnitten und dann so als Cornichons so süß-sauer eingelegt. Das war das Beste überhaupt. Oh, so Die gut. waren richtig toll. Ja, das glaube ich. Warte, wir müssen auch sowas haben. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Kommen auch in die Sehr schön. Shownotes, damit das auch alle sich anbauen können, die das möchten. Ja, sehr gut. So soll das Ja, sein. sehr, sehr gut. Was ist dir denn schon mal so ganz schlimm misslungen, jetzt außer die Snackgurke, die du ja noch gerettet hast? Gibt es noch was, was du richtig, richtig überhaupt nicht funktioniert bei dir? Ja, gibt es immer mal wieder was. Ich habe vor 2 Jahren Luffergurken angebaut. Kennst du die? Das sind diese Ja, das Schwammgurken, ist so ja. cool. Und Ja. ich hatte riesige Pflanzen, tolle Fruchtansätze und ich habe es nicht geschafft, auch nur eine einzige bis zur Reife zu kriegen. Und das hat No. mich echt geärgert. No. Und probierst du sowas dann nochmal oder sagst du dann, nee, danke, machen andere? Doch, meistens mache ich das. Also in dem Fall jetzt Ja. leider bis jetzt noch nicht wieder, Ja. weil ich einfach den Platz letztes Jahr nicht hatte. Aber die steht auch noch ganz fest auf meiner Liste, weil ich will unbedingt Luffergurken ernten. Ich finde das so Ja, cool. das ist so Ja. cool. Und ich habe das neulich noch mal gesehen, bei Monty Don kam das irgendwie, war das im April in einer Folge und dann wurde das richtig so gezeigt, wie man die dann so schält und dann in Stücke schneidet und dann bitteschön allen schenkt als Schwämme Genau. und man kann das so auch mit Seife dann zusammen verseifen sozusagen und es Ja. ist dann wie, So ein Duschschwamm ist das dann. ja Genau. genau, Ja. so ein Seifenschwamm, mega Ja. cool. Also die Idee ist total gut. Finde ich auch, absolut. Ah, okay. Steht also auf der Liste. Ja, Perfekt. auf jeden Fall. Und was probierst du dieses Jahr neu, ganz neu aus? Was hast du vorher noch nie gemacht? Was jetzt gar nicht so mit draußen zu tun hat, ich habe Papaya gesät. Ja. Ich hatte mal Samen geschenkt bekommen von meinen Eltern, die hatten mir aus Portugal mitgebracht. Oh, cool. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich aus. Eigentlich will ich die eher als Zimmerpflanze ziehen. Vielleicht ziehen die auch ins Gewächshaus ein, mal gucken. Da bin ich mal gespannt, ob die was werden. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie das aussieht, so eine Pflanze.
Also die kann ziemlich groß werden, Ja. aber also ein paar Meter schon als Baum halt Ja. quasi, ne? Aber die kann man auch gut klein halten als Zimmerpflanze, also dass die nur so vielleicht 1, 2 Meter hoch wird oder so. Ob die jemals Früchte trägt, das kann ich jetzt noch nicht Crazy. sagen. Ich bin Das weiß ich noch gespannt. nicht. Wir bleiben dran, die nächsten zehn Ich auch. Jahre oder so. Ja. Genau. Verrückt. Ja, ich kenne immer nur diese, ne, man hat ja immer so Avocado-Bäume, die man da irgendwie züchtet. Aber eine Freundin von uns hat Ja. wirklich einen Avocado-Baum, der geht bis unter die Decke. So, der ist halt drin. Und das ist Krass. schon, also Altbau, also so fast Ja. 3 Meter oder so ist das dann, ja. Also richtig cool. Aber Schön. die trägt natürlich nichts, leider. Die braucht dann Gesellschaft und Nee, das draußen ist und so. klar. Also Ja. Avocado, bis die tragen, die werden ja 15 Meter hoch oder Ja. wie viel. Und die brauchen extrem Ja, viel das Wasser. stimmt. Aber so als war schon ein Ja. imposanter Baum immer. Ist schon so ein gutes Ding. Cool. Ach, herrlich. Verrätst du uns deinen absoluten, ober, mega, ultimativen Gartentipp? Oh Gott, mein obermega-ultimativen Gartentipp, oh je. Das ist eine schwierige Frage, weil da gibt's ja unendlich viele. Also zum Beispiel, ja doch, vielleicht einer, Ja, der auch wieder auf ja. die aktuelle Zeit passt. Ich habe ja meine Anzuchten im Gewächshaus und ich fange Regenwasser in der Regentonne auf, das was halt am Haus runterläuft. Und das Wasser steht aber draußen und ist eiskalt. Und bevor ich die Anzuchten damit gieße, fülle ich das in eine Gießkanne ab, stelle die Gießkanne ins Gewächshaus und lasse es anwärmen, weil der Kälteschock einfach sonst zu groß ist. Ah. Also gerade bei Gurken Ja. und Melonenpflanzen, also alles, was so gurkig ist, die sind extrem kälteempfindlich. Also die Ja. mögen eigentlich nur angewärmtes Regenwasser. Also auch wenn sie größer schon sind. Aber als Jungpflanzen sowieso. Und dann ist das echt ein ganz guter Das Trick. ist ein super Tipp. Ja, der ist wirklich gut. Es gibt ja immer so, ne, so manche Sachen, die sind einfach so einfach, aber man muss es Ja. halt wissen. Genau. Und ach so, noch ein Tipp. Ja. Auch noch mal, was die Gurken Ja. anbelangt. Also du Die merkst, die sind Gurken wirklich sind dein. mit mein Lieblingsgemüse. Die ersten 1 bis 2 Fruchtansätze unbedingt ausbrechen, auch wenn es schwer fällt. Also da habe ich letztes Jahr hatte ich das auf Instagram vor allem auch geteilt und da haben ganz viele mir Tränen geschickt und gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Aber das hilft wirklich, weil die Pflanzen setzen ganz früh erste Fruchtansätze an und sind aber noch so klein und schwach, dass die erstmal die Kraft ins Wachstum stecken sollten und nachher tragen sie einfach mehr. Also das ist so meine Erfahrung auch. Und geht das bei anderen Pflanzen auch oder ist es nur bei Gurken so? Das geht bei anderen Pflanzen auch, aber bringt eigentlich vor allem was bei Gurken, weil Gurken sehr schnell wachsende Pflanzen sind. Ja. Könnte man vielleicht bei Zucchini auch machen, ist ja auch ähnlich. Aber also Melonen, die setzen erst viel, viel später Früchte an, da braucht man das eigentlich nicht machen. Das ist ja ein bisschen so, neulich ging das rum, das Pinzieren von Dahlien zum Beispiel. Da haben auch einige, also die haben, ich glaube, auch wirklich geweint. Weil du, ne, du päppelst das Ding hoch Ja. und denkst, oh, meine schöne Dahlie. Und dann so, meistens hat man ja nur eine Knolle von einer Sorte und so, weil die sind ja relativ teuer. Und dann sollst du das Teil halt so fast irgendwie so ein Drittel mindestens kürzen oder so. Und aber das hilft wirklich was. Also ich habe bisher erst einmal geschafft, Dahlien zu ziehen, weil das ja schon auch eine Wissenschaft für sich ist irgendwie. Aber ich habe das dann auch gemacht, weil ich das übergesehen habe und dachte auch so, das tut mir weh. Aber ich habe es gemacht und dann bilden die ja mehr einfach nicht nur ne, eine einzige Ja. Blüte aus oder so, sondern halt ja wirklich, die werden dann ja buschig. Und das ist ja so ein Genau. bisschen eigentlich wie bei einem Baum oder so, ne? Je nachdem, wie man den haben will. Kann man da natürlich viel machen. Und das ist der Smart, aber nicht, dass jetzt alle ihre Tomaten anfangen auszubrechen oder so. Nur bei den Nee, nee, nee. Also Gurken. Tomaten, nee, da habe ich das auch noch nie gemacht. Also, Nee. nee. Nur mal den Gurken. Sehr gut. Du hast vorhin auch schon dasselbe angesprochen. Du bist ja nicht nur Buchautorin, Bloggerin, sondern auch grüne Business Lady. Genau, du hast Miss Greenball gegründet, auch schon ein paar Jährchen her, 2015, glaube ich. Genau, Ja, genau. genau, habe ich richtig gelesen. Ja, wie stelle ich mir das denn vor? Also wie, erstmal, wie bist du da drauf gekommen? Und dann, wie produziert ihr? Das finde ich ganz spannend.
Also wir sind da drauf gekommen, weil ich wollte nicht immer nur am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ich wollte was mit den Händen schaffen. Und irgendwie ist diese Idee entstanden. Ich kann dir gar nicht mehr 100% sagen, warum und wie, aber irgendwie ist diese Idee entstanden. Und dann ist das so fast ein Selbstläufer geworden. Also von der Idee bis zur Gründung des Unternehmens vergingen nur ein paar Wochen. Das ging super schnell. Und ja, mittlerweile hat sich da echt ein schönes Unternehmen aufgebaut. Wir machen das zu zweit vor allem und machen das wirklich in Handarbeit. Also die Seedballs werden handgerollt. Ja, Super also cool. da ist keine Maschine dabei. Also klar, die werden getrocknet, so ein bisschen mit Maschine muss sein, weil einfach, wenn wir im Winter zum Beispiel produzieren, bei der Kälte würden die einfach nicht schnell genug trocknen. Und wir haben da so unser System ausgeklügelt, wie das am besten funktioniert. Und ja, aber ansonsten, die Bällchen werden alle handgerollt. Super cool. Und wo kriegt ihr das Saatgut her? Das beziehen wir von verschiedenen Herstellern. Also wir haben ja verschiedene Blumen- und Kräutersorten im Programm. Und wir haben verschiedene Blumen- und Kräutersorten im Programm und beziehen das Saatgut auch von unterschiedlichen Herstellern. Also wir versuchen es möglichst bio zu bestellen, aber das geht nicht bei allen Sorten und wir sind auch nicht biozertifiziert, produzieren aber im Grunde wie bio, sage ich mal, ne? Dürfen es halt nur nicht so bezeichnen, weil wir nicht entsprechend zertifiziert sind. Ich finde vor allen Dingen richtig cool, also ich mag die Idee total und ich finde das auch cool, so als Geschenk oder so als Geschenkbeigabe. Das ist auch so als Idee für, ich glaube, so bei, wenn man eine Hochzeit feiert und dann will man immer so Gastgeschenke haben. Das finde ich auch total Ja. cool, weil das auf jeden Fall besser ist als irgendwie Salz oder irgendwelche Mandeln, die man dann niemals isst. Und was mich total sympathisch fand, ist diese Packung grüne Soße oder also die sagt man eigentlich anders, ne? Das ist ja eine sehr örtlich bezogene Geschichte. Erzähl doch mal, was ist grüne Soße? Die Frankfurter Ja, Grisauce. genau, Ich habe es wahrscheinlich auch nicht Grisauce. so richtig ausgesprochen. Ich habe mal ein paar Jahre in Frankfurt gelebt. Und dadurch habe ich die halt auch sehr gut kennengelernt, die Grisauce. Das ist eine Soße, die besteht aus 7 verschiedenen Kräutern. Und die wird gegessen zusammen mit Pellkartoffeln und Ei. Das ist so ein Traditionsgericht in Frankfurt oder in der Frankfurter Gegend. Und dann habe ich mir mal gedacht, das könnte man doch auch als Seedballs machen. Habe ausprobiert, ob die Kräuter jeweils auch wachsen, weil nicht alle Kräuter oder nicht alle Sorten wachsen aus Seedballs. Weil du musst dir vorstellen, du hast dieses kleine Erdbällchen und in diesem Erdbällchen sind ganz viele Samen drin. Tomaten zum Beispiel könntest du mit den Seedballs nicht wirklich machen. Das würde nur funktionieren, wenn man sich mit dem Anbau von Tomaten auskennt. Weil wenn dann 10 Tomätchen auf so einem Millimeter wachsen, müssen die irgendwann pikiert werden. Und wenn aber Kräuter so eng wachsen und das Bällchen irgendwann auseinanderfällt, dann wachsen die 1A. Also das funktioniert super. Und so ist diese Idee entstanden mit der Das ist Grisauce. super cool, weil also wir haben Freunde, die kommen aus der Nähe von Gießen und die essen das auch öfter und dann habe ich muss ich voll an die denken, weil ich so dachte, ah, lustig, das schenke ich dir mal. Ja, gute Das Idee. ist so cool. Ja. Und wohin geht's damit noch? Was habt ihr so für Pläne für die Seedballs? Ihr habt ja jetzt auch, da hast du selber gesagt, die Gartenhelfer dazu genommen, ein bisschen Saatgut. So, oder wie willst du es weiterentwickeln? Ja, also so einen richtigen 5-Jahresplan, sagen wir mal, habe ich nicht. Also wir erweitern immer mal wieder das Sortiment. Manchmal probieren wir auch neue Sorten aus. Ich hatte zum Beispiel für, ich glaube, 2 Jahre die Sorte Fenchel, Anis, Kümmel im Programm, weil das einfach so meine liebsten Teekräuter sind. Aber das kam irgendwie nicht gut an. Also da haben wir nicht viel von verkauft und dann haben wir das wieder aus dem Programm genommen. Aber solche Sachen probieren wir immer mal wieder aus. Und erweitern dann auch das Sortiment, zum Beispiel, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit den Gastgeschenken. Wir haben die ganz neu jetzt auch im Leinenbeutel.
Also so ein bisschen die nachhaltigere Variante, weil vorher oder bislang haben wir immer nur die Organza-Beutel angeboten, also in bunten Farben. Und das kommt auch total gut an für alle möglichen Feiern, für Hochzeiten, für Taufen, für Kommunionen, für als Gastgeschenk oder als Geschenk für Mitarbeiter oder was auch immer. Und jetzt haben wir, wie gesagt, das neu in diesen Leinbeuteln. Und solche Produktergänzungen und Erweiterungen machen wir immer gerne. Und seit einiger Zeit eben bieten wir auch Bio-Saatgut an und diese Gartenhelfer, Pikierstäbe, Pflanzhölzer und solche Sachen. Ja, super schön. Mal schauen, wo es noch hingeht. Ich habe gehört, du planst und dann machst du Freestyle und dann mal gucken, was passiert. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ja. Jetzt geht es in die Runde Entweder-Oder-Fragen. Okay. Jetzt darfst du, also du darfst natürlich auch ein bisschen länger antworten, aber so die Idee ist schon, dich zu entscheiden. magst du lieber den Frühling oder den Herbst? Den Frühling. Rasen oder Wiese? Wiese. Also mittlerweile auf jeden Fall Wiese, definitiv. Ja. Mit vielen Gänseblümchen-Wiese. Yes. Setzt du auf Altbewährtes oder probierst du auch neue Sorten? Beides eigentlich. Also da kann ich mich schlecht entscheiden, weil ich, wie gesagt, ich probiere gerne neue Sachen aus und es darf auch gerne mal eine F1-Sorte sein. Aber im Grunde komme ich doch immer wieder zu altbewährten Sachen zurück. Also so in der Masse eher, würde ich sagen. du bist ja Initiatorin der Anzucht-Challenge, aber bist du für Selbstanziehen generell oder auch mal Jungpflanzen kaufen? Beides. Also Anzucht-Challenge habe ich deswegen ins Leben gerufen, weil ich es liebe anzuziehen. Also ich liebe es, das Jahr damit zu starten. Also ich fange auch schon im Januar an mit Chili und Peperoni und so weiter und kann aber im Gartencenter nicht daran vorbeigehen, wenn da Jungpflanzen stehen. Das geht einfach nicht. Wer das kann, kann ich nicht nachvollziehen. Das geht einfach nicht. Und selbst wenn der Garten noch so voll ist, aber schon eher Team Anzucht. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Gärtnest du nur mit dem Geschmack im Kopf oder auch mit der Optik? Auch mit der Optik, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt auch durch den Privatgarten, glaube ich, entstanden, dass eben das ganze Jahr über soll es auch schön sein. Deswegen auch die vielen Hochbeete, weil ich es einfach nicht nur praktischer finde, sondern weil ich es einfach auch schön finde. Ja, und du hast ja auch viel im Buch, ist das auch so schön drin, dein Butter Mais und so, das sieht schon immer auch schick aus. Dankeschön. Super cool. Die Frage hast du schon so gut wie beantwortet, den Garten planen oder lieber freestylen? Ja, also geplant chaotisch. Ja. Also so die Grundstruktur, ne, wie jetzt das mit dem Gewächshaus und den Hochbeeten, das ist natürlich geplant. Genauso wie ich auch die Beete insofern plane, dass da auch so eine gewisse Fruchtfolge, Mischkultur und so weiter eingehalten wird, ne? Weil das weiß man selber, dass es nicht auf Dauer funktioniert, wenn du immer das Gleiche im Beet hast. Ja. Aber innerhalb dieser Planung unstrukturiert. Ja. Sehr gut. Was machst du bei Beikraut? Rupfst du das aus oder isst du es auch auf? Beides. Also ich rupfe viel aus, wenn es einfach zu viel wird, wenn es einfach gerade nicht passt. Aber wir vernaschen das auch gerne. Hast du ein Lieblingsbeikrautrezept? Ich habe eine Gänseblümchenlimonade mal gemacht und die finde ich total super. Da kommen wir schon wieder zu den Gänseblümchen. Ja, die also Gänseblümchen. Irgendwie scheint das doch bei mir so ein bisschen im Findet Plan man das bei dir auf dem Ist Blog? Ist auf meinem Blog Mega auch, ja. Gut. Muss ich direkt nochmal nachgucken. Finde ich ja richtig gut. Und dann haben wir hier noch zwei Fragen noch. Beete, du hast ja viele Hochbeete, sind die selber gebaut oder lässt du bauen? Also ich habe viele Palettenrahmen-Hochbeete, die sind selber gebaut, insofern man sie dann eben selber bauen kann. Genau. Und die Cortenstahl- oder Metallbeete, die sind natürlich fertig angeliefert, aber alles, was so an Bausachen im Garten ist, das mache ich selber. Also ich habe schon ganze Baumwurzeln, also wirklich von großen Bäumen, habe ich mit der Hand rausgeholt. Ich
Gärtnere auch lieber langsam und mit Handgeräten als mit motorisierten Geräten. Also ich mag es nicht, also für mich ist das Stress, wenn ich mit irgendwelchen lauten Gartengeräten zu tun habe. Also ein Laubbläser würde mir niemals in den Garten kommen. Ja. Und das einzig Laute, was ich benutze, ist eben der Rasenmäher ab und zu mal. Ja. Aber ansonsten, ich säge mit der Hand am liebsten. Ich grabe mit Spaten und Grabegabel und sowas. Ja. So, das ist so, verstehe ich so voll. Mein Ding irgendwie. Ja, ich mag das auch nicht so. Das Einzige, was ich benutze, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, ist der Häcksler. Und dann häckselt man halt so Sachen mal weg. Das finde ich schon irgendwie ganz cool. Aber ich glaube, sowas würde bei mir auch noch mal in den Garten einziehen. Hat auch ein bisschen Zen-Charakter, so. Mal so dieses Häckseln. Aber alles andere finde ich auch. Also wir haben zum Beispiel auch einen Rasenmäher, der ist zum Schieben. Also so, wie heißt das denn? Na, Spindelrasenmäher. Also ein Spindel. Genau. Und so, Florian sagt manchmal so, ja, wollen wir nicht doch noch mal einen? Das ist immer so anstrengend. Ich immer so, nee. Ich mag das einfach nicht. Ich mag auch den Geruch nicht so. Und selbst von diesen Akkugeräten finde ich irgendwie so ein bisschen, ich finde, das Gras ist am coolsten, wenn es so frisch gemäht ist, so am besten gesenzt eigentlich. Dann ja, den Duft mag ich auch total gerne, ja. Genau, lustig. Und dann passt ja auch die letzte Frage bei diesen Entweder-Oder-Fragen. Wuschelst du alleine lieber oder bist du auch so Teamgärtner, also zu zweit, hast du ja vorhin gesagt, das Gewächshaus habt ihr aufgebaut? Also überwiegend wurschtel ich gern alleine im Garten, weil ich einfach dann so meinen Gedanken völlig freien Lauf lassen kann. Und also mein Mann ist auch gerne mit im Garten und wenn es größere Sachen sind, dann arbeiten wir da auch sehr gerne zusammen. Aber er ist jetzt nicht so gartenfixiert wie ich, sagen wir es mal so. Also er genießt dann lieber den Garten und ich mache halt im Garten. Also ich kann auch schlecht still sitzen. Wenn ich mich dann auf unsere schöne Lounge-Ecke lümmel und so den Blick über den Garten schweifen lasse, dann kann ich auch mal ein bisschen ruhig sitzen, aber dann denke ich mir so, oh, guck, da hinten, da ist noch was, da wollte ich noch mal hin und ich muss hier noch und das. Ja, so komme ich wenig zur Ruhe. Mhm. Ja. Und dann kann ich auch die Zeit wirklich vergessen im Garten. Kann ich voll verstehen. Mir auch ganz oft so und irgendwie und also ich wurde neulich mal gefragt von einer Freundin, die meinte so, ja, und wann entspannt ihr denn mal? Ich so, im Garten halt. Also mich entspannt das, ne? Also, also ja. Ja, ich merke das auch nach so einem langen Gartentag, wenn man dann körperlich auch müde ist und so von der Sonne irgendwie erschöpft, dann ist das so ein richtig wohliges, gutes Gefühl. Ja, finde ich auch total gut. Ja. Oh, wie schön. Jetzt kommen wir zur, mein Mikro, jetzt schon zu den letzten zwei Fragen. was hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen? Also in diesem Jahr kümmern wir uns um unsere Terrasse. Wir sind gerade dabei, da so ein bisschen Verschönerungsarbeiten zu machen, zu leisten, weil... Also wir haben jetzt in diesem Jahr keinen wirklichen Urlaub geplant, wie auch, geht ja nicht wirklich. Und wir nutzen halt unseren Garten so ein bisschen als Urlaubsort und dann muss es auch schön sein. Und da kommen wir auch wieder dazu, da kann ich dann auch mal entspannen und ruhig sein, wenn wir auf der Terrasse sitzen, grillen und so. Und dafür machen wir jetzt dieses Jahr noch so ein bisschen die Terrasse schön. Oh, ja, das ist so eigentlich so das Hauptprojekt im Garten, was wir gerade so angehen. Mhm. Sieht man das dann auch bei Instagram? Bestimmt. In Teilen, sicher. Sehr schön. Und wohin geht die Reise noch mit deinem Buch? Hast du was geplant, was so Richtung Lesung geht oder sowas? Ja, das ist halt auch schwierig durch diese ganze Corona-Geschichte. Mhm. Ne? Also so wirklich geplant ist da jetzt aktuell nichts, aber ich bin da auch immer relativ spontan. Also man hat ja auch jetzt nicht so viele feste Termine, so, ne? Von daher lasse ich das alles jetzt mal auf mich zukommen. Also das war sowieso jetzt eine sehr spannende Zeit. Seit Februar ist da auch viel passiert. Ist ja bei euch ähnlich wahrscheinlich, ne? Ja. Bei euch sogar mit zwei Büchern. Ja. Da sind ja schon viele Dinge, mit denen man so nicht rechnet, die dann auf einen einprasseln. Ja. Und da
Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so weitergeht Ja. überhaupt, ja. Ja, voll. Also, es wird bestimmt sich noch irgendwas ergeben. Ich glaube da fest dran. Und wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg damit. Und ja, ein Vielen Dank. ganz, ganz tolles Gartenjahr. Dankeschön. Aber das kann ich auch nur zurückgeben. Euch auch ganz viel Erfolg mit euren beiden Danke, Büchern. Und danke. ja, und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder live und echt und in Oh Farbe ja. sehen. Ja, das Ja. finde ich auch toll. Das ist ja, ja, sobald das irgendwie geht, sind wir auf Tournee durch Deutschland. Super, sehr gute Ja, Idee. cool. Und vielleicht Also, könnt ihr euch ja. dann unser Gewächshaus mal auch live und in Farbe angucken. Das wäre toll. Stellst du uns dann auch ein Stühlchen rein? Genau, machen Wie wir. schön. Ja, da komme ich sehr gern drauf zurück. Das finde ich super. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat Ja, mir sehr viel danke Spaß dir. gemacht. Voll Ja, cool. mir auch, war sehr schön. Ihr wollt noch mehr über Sandra lesen oder ein paar Gartentipps bei ihr abschauen, dann könnt ihr das auf ihrem Blog grüneliebe.de tun. Grüne mit Ü übrigens. Oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei. Da heißt sie grüneliebe-nies-greenball. Und wenn ihr im Shop stöbern mögt bei Miss Greenball höchst selbst, dann schaut vorbei bei www.miss-greenball.de. Viel Spaß beim Stöbern und Shoppen. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!